Positiver Frieden, das ist ein Begriff, der geht auf den Soziologen Johann Galtung zurück. Er hat diesen in den 60er Jahren entwickelt. Positiver Frieden ist die Abwesenheit von struktureller Gewalt. Negativer Frieden dagegen ist vor allem die Abwesenheit von direkter Gewalt. Strukturelle Gewalt geht darüber hinaus. Strukturelle Gewalt kann auch heißen Diskriminierung, sozioökonomische Ungleichheiten, Verletzung von Menschenrechten, Hunger, Armut, Apartheid etc. Positiver Frieden ist damit eben einerseits die Abwesenheit von struktureller Gewalt, es ist aber eben auch ein dezidiert positiver Begriff. Das heißt, es geht nicht nur um eine Abwesenheit, sondern es geht eigentlich auch um eine Anwesenheit von etwas, was man vielleicht Resilienz nennen kann. Positiver Frieden in dem Sinne ist ein Begriff, der darauf ausgeht, dass eine Gesellschaft so integriert ist in all ihren Aspekten, dass ein Konflikt präventiert wird und dementsprechend nicht mehr vorkommt. Ein Konflikt entsteht aus vielen Faktoren, die man eben auch auf verschiedenen Ebenen betrachten kann. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Syrien. Wenn wir uns die Konfliktursachen anschauen, dann können wir uns ganz verschiedene Aspekte anschauen. Also wir können uns zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung Syriens anschauen in den Jahren vor dem Konflikt. Dann können wir sehen, da gab es einerseits eben eine Dürre, die die Landwirtschaft besonders betroffen hat. Das heißt, es gab eine wirtschaftliche Krise gleichzeitig. Und da kommen wir eigentlich schon zur nächsten Ebene. Gab es eine Wirtschaftspolitik von Bashar al-Assad, die eben sehr auf quasi Schritte in Richtung Neoliberalismus, Privatisierung, Fokussierung auch vor allem auf Wirtschaftspolitik in den größeren Städten und weniger in den Provinzen. Und dann kommen wir natürlich auf die politische Ebene und da kommen wir nicht drum rum, natürlich als das Assad-Regime, als ein jahrzehntelanges autoritäres Herrschaftssystem, ein diktatorisches Herrschaftssystem, in dem systematisch bestimmte Bevölkerungsgruppen, Dissidenten etc. Unterdrückt wurden, indem es nicht erlaubt war, bestimmte Dinge zu sagen und auszusprechen. Auch hier denke ich, wenn man sich anschaut, was fand vor dem Konflikt statt, dann kann man sagen, dass natürlich mit dem Amtsantritt von Bashar al-Assad es auch eine gewisse Öffnung oder die Hoffnung auf eine gewisse Öffnung gab, die man vor allem eben in den Jahren auch vor dem Ausbruch des Konflikts betrachten konnte. Und diese Hoffnung auf Öffnung wurde dann eben aber eigentlich auch wieder ab einem bestimmten Punkt sehr gewaltsam unterdrückt. Wir können aber natürlich auch noch weiterschauen. Wir können uns regionale Kräfteverschiebungen anschauen. Mittlerweile ist der Syrienkrieg ein Krieg, in dem wir sehr viele internationale und regionale Kräfte haben, die eine Art Stellvertreterkrieg dort ausführen. Das heißt, wir können den Krieg auch nicht nur aus einer politischen und wirtschaftlichen Ebene innerhalb Syriens betrachten. Das heißt, Konfliktursachen sind dementsprechend eben sehr vielschichtig. Wir haben es mit ganz vielen verschiedenen Ursachen zu tun und wie können wir sie quasi auch als Zusammenspiel sehen. Das heißt noch lange nicht, dass wir dann eine völlig umfassende Erklärung haben. Aber es ist immer wichtig, sich diese verschiedenen Ursachen anzuschauen. Gerade wenn wir uns das Innere eines Landes im Konflikt anschauen, dass wir weiterführend und historisch schauen können, warum ein Konflikt in der Form, wie er ist, auch entsteht. Es ist immer sehr schwierig, wenn wir nur geopolitisch schauen, was passiert eigentlich in Syrien. Es ist sehr schwierig, wenn wir natürlich aber auch nur auf die Mikroebene gehen. Ich würde auch sagen, wenn wir uns an eine Konfliktanalyse wagen, dass es sehr wichtig ist, dass wir zum Beispiel in Syrien jetzt gerade auch als linke politische Stiftung, dass wir schauen, wo sind linke Akteure, wo sind progressive politische Akteure? Wie verhalten die sich zum Konflikt? Was für eine Rolle spielen sie in diesem Konflikt? Und das ist sicher auch ein Teil, der für uns, wenn wir von positivem Frieden sprechen, sehr wichtig ist, dass wir auch schauen, wie könnte theoretisch in der Zukunft eine Gesellschaft wieder strukturell positiv integriert werden? Welche politischen Akteure gibt es dort und wie kann man sie unterstützen und wie kann eine solche Unterstützung aussehen? Ich denke, es ist einmal wichtig, dass wir auch Grenzen von Konflikttransformationen auch erstmal anerkennen, dass es natürlich verschiedene Ebenen von Friedenspolitik und von Konflikttransformation gibt
Und es gibt Ebenen, die sind sehr schwer zu beeinflussen und die sind auch, es ist sehr schwer, sich zu ihnen zu positionieren. Ein klassischer Fall ist, denke ich, die Frage von einer militärischen Intervention in Syrien. Wenn quasi der geopolitische Prozess so vertrackt ist und es so schwierig ist, sich dazu zu positionieren, dann ist es, denke ich, wichtig, dass man auf jeden Fall sich doch solidarisch zeigt mit jeglicher Art von, sei es auch noch so marginalisierter Friedensbewegung, die es noch gibt innerhalb und außerhalb des Landes. Und dass man bei der Entstehung eines möglichen Postkonfliktszenarios, was, denke ich, auch in Syrien ansteht und auch schon im Entstehen ist teilweise, dass man eben den Postkonfliktprozess auch sehr genau beobachtet und weiterhin diese Akteure unterstützt.